Willkommen zu einem neuen Part von Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Ja, ich muss mal dazu sagen, dass es die Spezialedition ist. Das heißt, da sind Dawnguard, Heartfire und Dragonborn gleich mit dabei. Das ist gut. Und ja. Wir waren im letzten Part hier angekommen bei einem Drachen und ich muss sagen, das Spiel ist der mega hammer geil Oberknaller. Und wir wollen das natürlich nicht so schnell durchrushen, deswegen lasse ich mir auch ein bisschen absichtlich schon damit Zeit. Ja, also kannst du deinen nicht vorhandenen Skill auch vertuschen. Nein. So. Was guckst du da nach oben, Irilet? Ist da was? Nö, außer dem Typen. Wird springen? Nein, zurück! Er ist hier immer noch irgendwo. Roki und Thor hat es gerade erwischt, als sie fliehen wollten. Okay. Was ist hier passiert? Wo ist der Drache? Antwortet schnell. Ich weiß nicht. Kynaret, rette uns. Ist ein Filter. Er kommt zurück. Da kommt er. Geht es hin und lasst jeden Pfeil ins Schwarze treffen. Oh. Oh. Ich will aber nicht. Ich hau dann mal ab. Ich bin dann mal weg. Heiliges. Ein Drache. Oh Gott. Heilige. Heia. Hallo. Heia. Mimulnir, er hat einen Namen. Ich glaube. Nein. Was? Er spricht. Okay. Wir müssen eine Waffe. Ich habe ja tolle Bögen. Zeig für scheiß Bögen. Mordpfeil. Er blutet. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Zum Teufel! Oh Gott! Ich tu nichts! Nein! Aha. Ich hab nichts getan! Ich bin weg! Ah. Was war das? Okay! Nur her! Oh, komm nicht her! Oh. Alles klar, Zaubertränke, okay. Heil! Da. Magie, Schrei, unerbittliche Macht. Diese Stimme ist ungezügelte Energie und stößt alles und jeden zur Seite, der sich dir in den Weg stellt.
Zum Schreien. Aha. Und sonst so? Mein Helm? Pfeile kann man immer gebrauchen. Gold auch. Pfeile. Und das andere Zeug ist... Oh. Ich fasse es nicht. Ihr seid ein Drachenblut. Ein was? In den ältesten Legenden, als es noch Drachen im Himmelsrand gab, töten die Drachenbluthelden Drachen und stehlen sie immer noch. Das ist es doch, was ihr getan habt, oder? Ihr habt die Kräfte dieses Drachen in euch aufgenommen. Ich denke schon. Ich denke, es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Versucht, einen Schrei auszustoßen. Den alten Legenden zufolge kann nur ein Drachenblut so wie die Drachen selbst schreien, ohne darin unterwiesen worden zu sein. Du bist sicher? Wovon? Warte. Schnell speichern. Stimmt, mein Großvater hat immer Geschichten über die Drachenbluthelden erzählt. Jene, die mit Drachenblut in den Adern geboren wurden, wie der alte Tiber Septim höchst selbst. Ich habe nie davon gehört, dass Tiber Septim irgendwelche Drachen getötet hätte. Damals gab es keine Drachen, Idiot. Sie tauchen nun zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder auf. Ich stehe hier. Aber die alten Geschichten erzählen von den Drachenbluthelden, die Drachen töten und ihre Kräfte stehlen können. Zu denen gehört ihr bestimmt auch. Was meint ihr, Irilet? Ihr seid ja so still. Kommt schon, Irilet, sagt doch mal, glaubt ihr an diese ganze Drachenblutgeschichte? Einige von euch sollten lieber schweigen, statt über Angelegenheiten zu tratschen, von denen sie keine Ahnung haben. Wir haben hier einen toten Drachen. Und das verstehe ich auf jeden Fall. Jetzt wissen wir, dass wir sie töten können. Aber ich brauche kein legendäres Drachenblut. Jemand, der einen Drachen töten kann, würde mir schon reichen. Ihr würdet es nicht verstehen, Huskarl. Ihr seid kein Nord. Ich war schon in ganz Tamriel und habe viele solcher bizarren Dinge gesehen. Ich würde euch allen raten, der Kraft eures Schwertarms mehr zu vertrauen als alten Sagen und Legenden. Was? Das war ein Schrei, was ihr da gerade fabriziert habt. Genau das! Das gewesen sein. Da seid ihr ja wirklich ein Drachenblut. Und jetzt? Tja. Toll. Welch Bericht der Stadt mir. Auf geht's. Wo ist mein Pferd? Mann. Ich bin mein Pferd. 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 Kann ich auf dem Hirsch auch reiten? Wenn ich mich anschleiche. Bestimmt. Verdammt. Er rennt. Ja. Was? Upsi. Ich hätte ihn fast getroffen. Hi. 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 Was? Was? Hilfe! Er wird schon paranoid. Hilfe. Hilfe, 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 Hilfe. Hallo. Feuer sollte man nicht spielen. Was damit? Doch, damit spielt man täglich. Nein. Wenn ich die bestimmt damit anschreie, dann werden die bestimmt böse und ich krieg Kopfgeld. Also lassen wir das mal lieber sein. Hallo. Darf ich rein? Danke. Auf nach Weißlauf. Eine schöne Axt. Schön. Euch wurde doch bereits gesagt, dass ihr hier nichts zu suchen habt. Also echt mal. Geht dorthin zurück, wo ihr... Wir machen keinen Ärger. Alles, was wir möchten, ist... Was braucht ihr? Früher ist es egal, was ihr macht.
all dem, was geschehen ist, könnt ihr euch glücklich schätzen, wenn ich euch nicht ins Gefängnis werfe. Und jetzt verzieht euch! Wir kommen wieder. Es ist noch nicht vorbei. Ihr da. Wir suchen jemanden in Weißlauf und bezahlen gutes Geld. Für Informationen. Nö. Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Sorry, ich kauf nichts. Bei Ismir, ihr habt es geschafft. Ihr habt einen Drachen getötet. Ja. Noch eine Wache. Hallo, hallo, hallo. Bleib stehen. Die Wachen haben über euch gesprochen und behauptet, dass ihr ein Drachenblut seid. Nein. Denkt nicht mal im Traum daran. Ich verbringe viel Zeit an den... Was? Die Wache wird vielleicht nervös. Talos, der Mächtige! Talos, der Unfehlbare! Talos, der Unangreifbare! Schrei mal nicht so. Geh zurück in Outlast 2, Junge. Also ich... Hey! Dich kenne ich! Hast du mich nicht hier erkannt? Warst du Diese nicht? Diese Graumähnen sollen verdammt sein. Wenn sie die Sturmmäntel unterstützen wollen, kriegen sie... Ja, wenn du meinst. Der war doch nicht bei der Abschlachtung, wurde der nicht Wuschenkopf kürzer gemacht? Ich verwechsel, mir stirbt schon wieder was. Nur da hat er noch ein Tuch im Mund gehabt. Es ist derselbe Charakter. In diesen Hallen hat niemand außer dem Jahr das Sagen. Haha. Gut. Ihr seid gerade über euch gesprochen. Der Jahrenbewohner möchte mit euch reden. Ihr habt den Ruf gehört. Jo. So, ein kurzer Cut, weil meine Eltern kamen rein. Ja, und das hier ist jetzt aus der Zukunft aufgenommen. Oh! Ja, mega, hä? So, ich habe mich frisch geduscht extra. Oh, das habe ich innerhalb von 2 Sekunden geschafft. Nein, das wäre ein bisschen seltsam. Ich brauche 30 Minuten, also. So. Wir stehen jetzt auf ihm drauf und wissen, was beim Wachturm denn so passiert ist. Machen wir mal. Der Wachturm wurde zwar zerstört, aber wir haben den Drache getötet. Es hat sich herausgestellt, dass er so genanntes Drachen... Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich habe eine Stadt zu führen. Also, was ist beim Wachturm passiert? War der Drache dort? Was? Ich finde, das ist eine Belohnung. Drachenblut? Was wisst ihr schon von den Drachenbluthelden? Als der Drache starb, habe ich einen Teil seiner Kraft in mir aufgenommen. Genau so haben mich die Männer genannt. Also ist es wahr. Die Graubärter haben euch tatsächlich herbeigerufen. Was? Wer? Meister des Weges der Stimme. Sie leben zurückgezogen hoch oben auf den Hängen des Halses der Welt. Was? Es heißt, das Drachenblut verfüge über eine einzigartige Begabung im Umgang mit der Stimme. Der Fähigkeit, eure Lebensessenz in einem Tuum oder Schrei zu konzentrieren. Schrei. Wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid, können sie euch beibringen, eure Gabe richtig einzusetzen. Geil. Habt ihr denn nicht dieses donnernde Geräusch gehört, als ihr nach Weißlauf zurückgekommen seid? Doch. Das war die Stimme der Graubärte, die euch nach Hochodka gerufen hat. Das ist Buch das erste Wodka. Mal seit Jahrhunderten, mindestens. Es ist nicht mehr passiert, seit Heber Septim höchst selbst gerufen wurde, als er noch Talos von Admora war. Ich weiß nicht, was anders genannt wird. Was hat dieser Nordunsinn mit uns zu tun? So fähig sie auch sein mag, ich sehe keinerlei Anzeichen dafür, dass sie dieses Drachenblut ist. Was? Ihr eingebildeter Unwissender! Echt, das sind unsere heiligen Traditionen, die bis in die Zeit der Gründung des ersten Kaiserreichs zurückgehen. Echt, Mann. Geht nicht so hart mit Aviniki ins Gericht.
Das ist natürlich nicht persönlich gemeint. Es ist nur... Was wollen diese Graubärte nur mit ihr? Lass mich in Ruhe. Das geht nur die Graubärte etwas an. Was auch immer passiert ist, als ihr diesen Drachen getötet habt. Es hat etwas in euch aufgeweckt. Und die Graubärte haben es gehört. Wenn sie denken, dass ihr ein Drachenblut seid, wer sind wir, dass wir dem widersprechen würden? Ihr solltet euch unverzüglich nach Hochrodgar aufmachen. Dem Ruf der Graubärte darf man sich nicht verweigern. Das ist eine ungeheure Ehre. Wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid, dann braucht ihr... Ich beneide euch, wisst ihr? Begebt euch nach Hochrodgar. 7000 Stufen noch... Ah, es reden so. Ich habe diese Pilgerreise auch einmal unternommen. Wusstet ihr das? Hochrodgar ist ein äußerst friedlicher Ort. Weit weg von den Sorgen dieser Welt. Ich frage mich, ob die Graubärte überhaupt mitbekommen, was hier unten vor sich geht. Bislang scheint es sie nicht interessiert zu haben. Egal. Begebt euch nach Hochrodgar. Lernt von den Graubärten so viel ihr könnt. Also dann. Ich verstehe zurück einfach zur Tagesordnung, Proventus. Wir haben immer noch eine Stadt zu verteidigen. Ja, mein Herr. So. Hier mit der Waffe. Hier wird es wohl gleich recht ungemütlich. Es ist aufgestanden. Ich gehe dann mal. Feuer tut weh. Achtung. Wer bist denn du? Hallo. Der Jarl hat mich zu eurem Huskarl ernannt. Das ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Was? Ihr seid mein Tane, also bin ich euch zu Dienst verpflichtet. Ich werde euch und alles, was euch gehört, mit meinem Leben schützen. Ist das so langweilig? Also echt, Wache. Erfolg ich mir! Die tut ja das, was ich tue. Jetzt hast du ein Problem. Mit was soll ich aufpassen? Komm, red zu Ende. Weg hier. Die kommt doch hoffentlich mit raus, oder? Das wäre ja ganz toll und wow. Ich glaube schon. I think so. Schönes Bild. Schön. Oh. Diese Graumähnen sollen verdammt sein. Oh. Wenn sie die Sturmmäntel unterstützen wollen, kriegen sie, was sie verdienen. Was? Ich schreie dich gleich an. Oh, sie kommt mit. Du stehst da ein bisschen so seltsam. Komm einfach mit. Hallo. Die Wache wird vielleicht nervös, wenn sich eine Frau mit gezogener Waffe nähert. Nö, der Jarl ist nur nervös geworden. Ihn und ich waren als Kinder beste Freunde. Wenn ich diesen Verräter noch einmal sehe, werfe ich ihn selbst ins Gefängnis. Wie bereits gesagt, das war dein Freund, Junge. Was? Was? Das Leben kann sich so ändern. Der Typ ist weg. Er ist nach Outlast 2 zurückgekehrt. Was? Ist es... Oh. Oh. Oh, ist das gut? So, wir haben ja auch eine Aufgabe für diesen Baum. Ich habe so einiges gehört. Das Gesetz und ihr missachtet mich. Okay. Immer schön den Himmel im Auge behalten, Reisender. Warum? Was hat der Himmel mit mir zu tun? Oh, Drachen. Stimmt. Die können ja fliegen. Nein. Ich muss eine hungrige Tochter ernähren. Also zählt für mich nur, dass ich meine Erzeugnisse verkaufe. Interessant. Hau ab. Hallo. Ihr braucht etwas? Nee. Ein Eisenschwert, wie? Red weiter. Du wolltest reden.
Warum redest du nicht? Was? Okay. 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 Machen wir uns weg. Der Typ, der spricht wirklich mit mir. Hauen wir ab. Es geht ja schon gut los. Ich bin noch niemals hier hochgegangen. Was gibt es hier? Einen Weg. Was mit der Musik? Was? Wo soll ich lang? Was? Warum ist die Musik so? Weil jetzt die Graubärte kommen oder was? Was ist daran so toll, einen grauen Bart zu haben? Ist das eine Kirche? Ach nee, das ist der ja. Was? Das ist mein Pferd. Du warnst mich? Pass mal auf. Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlaufen. Ah! Oh Gott. Da sind ja zwei. Die gar nichts können. Das ist ja toll. Ja, ein toller. Ich durchsuch den erstmal. Oh, Dietrich. Oh, Gold. Brüste. Ja, das. Das andere Zeug. Aha. Mit euch werde ich fertig. Na klar, das ist bestimmt. Warum ist da vorne so ein rotes Ding an meiner Hand? Wenn ich Feuer mache. Es ist weg. Aber so ein roter Punkt. Bitte was? Ein Bogen. Brauch eh neun. Pfeile. Das kann man gebrauchen. Immer. Geld. So, jetzt kann ich Schloss sicherlich damit. Es wird Kopfgeld aufgesetzt, wenn ich das stehle. Das weiß ich. Und nein, das will ich nicht. Ich glaube zumindest, dass es so war. Ich will das jetzt nicht unbedingt riskieren. Weil wir hatten ja schon mal die Sache mit dem Kopfgeld. Soweit ich weiß, kann sich das ganze Spiel lang ziehen. Und wenn man dann in eine neue Stadt kommt und gleich angegriffen wird, ist das nicht so toll. Ja, hallo. Ups. Ich wollte eigentlich sprinten. Ah. Lauf, lauf. Kann ich die Tiere eigentlich damit umwerfen? Richtig machen. Oh Gott! Ich bin so schlecht. So schlecht im Jagen. Ein Ast. Ich sehe meinen Weg. Ich sehe einen Baum. Das ist mein Weg. Ich sehe einen Wasserfall. Das ist nicht mein Weg. Wie komme ich denn da rüber? Da vorne ist eine Brücke. Wer braucht schon Brücken? Ui. Ach, geschafft. War gar nicht mal so schön. Komm. Danke. Aha, das ist ja sehr einladend. Ich hab mich voll erschrocken. Aber ich hab ja diese Begleiterin, stimmt ja. Was gibt es hier? Warum wollte ich hier lang? Ach so, weil ich hier lang. Könnte von jedem
das war schon alles, ich bin tot. Hat ja gar nichts an. Er hat ja gar nichts an. Der auch nicht. Notiz. Rudolf the Red Nose Reindeer. Ja, seltsame Ding. Oh, Käse. Und Käse und I und. Aha. Knoblauch. Schön. Da war ein Face. Hä? Was ist mein Ziel? Weißfluss. Bachelat. Was? Nö. Schreibt in die Kommentare, wenn ich irgendwo hin soll. Oder sagt mir privat. Für die, die mich kennen. Hallo? Komm ich denn da hoch? Ich sehe meinen Weg, ich sehe meinen Weg, ich sehe meinen Weg, ich sehe einen Weg. Ist das wirklich ein Weg? Ich habe einen Weg gefunden, einen echten Weg. Ach nein, lass mich drauf. Danke. Oh nein. Ach so, ich dachte, hier liegt ein Hirsch, ein Toter. Oh, das war ein Hirsch. Oh! Von innen gesehen. Ich glaube nicht, dass es so sein soll. Wo ist meine Begleiterin? Die ist ja schnell. Die ist aber schnell. Der Kampf ist vorbei, sie kommt an. Oh, warte, ich helfe dir. Das ist schon vorbei. Oh, oh. Vielleicht mal was tun. Was tut sie da? Was? Gut. Habe ich im Prinzip alles allein gemacht? Was bringt mir die überhaupt? Naja, kann nützlich sein irgendwann mal. Ich weiß jetzt nicht, ob die hier mit kann. Seelen? Kommst du her? Warum holt sie einen Bogen raus? Weil wir in der Nähe von einem Bär sind. Okay. Wehe. Wehe, die schießt jetzt einfach wild auf diesen Bären. Ich glaube, der Bär hier ist schlimmer als der in der Höhle. Wo mache ich lang? Was? Ich finde tatsächlich Wege auf diese Weise. Das wundert mich halt so sehr. Puh. Die Musik sagt uns, wir kommen näher, oder? Ich weiß es nicht. Dance. Das ist der Mückendance. Wir schreiben eine neue Mückendance. Der Mückendance steht alle auf und macht jetzt mit bei diesem hammergeilen Event.
Martin Mückensens. Die Mücken zeigen uns, wie das geht. Mückensens ist der Mückensens. Kannst du es glauben? Mückensens, still behind.